Brüder und Schwestern, alle kennen dieses Evangelium, die Geschichte vom Lazarus, der von den Toten erweckt wird. Im Johannesevangelium ist sie, wie alles im Johannesevangelium, sehr ausführlich dargelegt, mit sehr vielen Bezügen auf andere Schriften. Deswegen haben wir auch die Lesung aus dem Buch Ezechiel gehört. Aber was mir hier auffällt, ist eine Frage, die man sich wirklich stellen sollte: Warum hat Jesus diesen Lazarus zum Leben erweckt? Das haben sich die Juden nicht gefragt, weil sie diese Perspektive nicht hatten, die wir heute haben. Aber hast du dich schon mal gefragt, wozu Jesus dieses Wunder überhaupt gemacht hat? Weil Lazarus, nachdem er von den Toten zum Leben erweckt wurde, ist gestorben. Wir wissen zwar nicht wo und wann, ist aber unwichtig. Wäre er nicht tot, würden davon auch die Schriften berichten. Er ist gestorben wie jeder andere. Warum tut Jesus so etwas? Na klar, Lazarus gewinnt dadurch ein paar Jahre. Das ist eine im Grunde genommen schöne Sache. Er hatte einigermaßen ein geordnetes und mehr oder weniger bequemes Leben mit seinen Schwestern, die um ihn herum, also die ihn umsorgten, war es nicht so schlimm für ihn. Also er hatte ein halbwegs bequemes Leben. Man kann sich vorstellen, naja gut, paar Jahre, aber was nützt das, wenn er dann noch einmal sterben muss? Ganz logisch gesehen, es wäre besser für den Lazarus gewesen, wenn er tot bleiben würde, da ist er schon bei Gott. Warum macht Jesus solche Dinge? Erstens, und das ist die einzige richtige und die wichtigste Antwort auf diese Frage, weil er es kann. Gott tut Dinge, weil er sie kann. Ich kann Tote nicht zum Leben erwecken. Es gibt zwar Leute, von denen berichtet wird, die können es, hab's noch nicht mit eigenen Augen gesehen und ist auch nicht relevant. Gott kann solche Dinge. Deswegen tut er auch diese Dinge. Aber warum? Also Lazarus hat dadurch nicht besonders viel gewonnen. Leid hat Jesus ihm dadurch auch nicht zugefügt. Es ist augenscheinlich eine ziemlich sinnlose Aktion von Jesus. Sie bringt niemandem was. Aber Jesus erklärt ganz am Anfang dieses Evangeliums, das wir gehört haben, warum er das eigentlich tut. Er deutet es zuerst an und sagt, diese Krankheit wird nicht zum Tod führen, naja, das erfahren wir dann später, sondern dient der Verherrlichung Gottes. Das ist eine tolle Erklärung. Jetzt wissen wir alles, worum es hier geht. Gott wird durch die Auferstehung von den Toten, also von Lazarus, verherrlicht. Das ist ein toller Gewinn für uns alle. Bringt auch nicht besonders viel für die Nachfolge. Also mir persönlich nicht direkt. Man kann Gott bewundern, dass er solche Dinge tut. Das wäre vielleicht im Sinne dieser Verherrlichung. Aber was meint hier Jesus eigentlich, wenn er von dieser Verherrlichung Gottes spricht? Jesus war ein Jude und für ihn war es auch klar, die Herrlichkeit Gottes im Hebräischen, also wie gesagt, ich kenne kein Hebräisch, damit keine Missverständnisse entstehen, aber ein paar Wörter weiß ich, die Bedeutung. Herrlichkeit kann man auch anders mit Gewicht übersetzen. Gott ist unheimlich schwer. Er ist gewichtig, er ist die gewichtigste Person, die es gibt. Und er, wenn ein Wort spricht, dann sind es Worte, die wie Steine fallen. Wie viele Worte am Tag sprichst du? Also ungefähr 99 von denen, die ich spreche, sind bedeutungslos. Auf jeden Fall für die Weltgeschichte sind sie ohne größere Bedeutung. Aber wenn Gott ein Wort spricht, dann passieren Dinge. Und das ist die Verherrlichung Gottes. Dass sein Wort
eine Bedeutung hat für mich und für dich. Was für eine, kann man daran sehen, wie er den Lazarus zum Leben, ins Leben wiederholt. Also Gott veranstaltet kein Feuerwerk, kein großes Fest. Er redet ein bisschen mit den Juden, mit Martha, mit Maria. Ja, er unterhält sich ein bisschen, erzählt ihnen verschiedene Dinge. Die unterhalten sich auch untereinander. Und dann sagt Jesus ein kurzes Gebet, das auch ziemlich unverständlich ist, muss ich ehrlich sagen. Er betet: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich immer erhörst, aber wegen der Menge, die um mich herumsteht, habe ich es gesagt, denn sie sollen glauben, dass du mich gesandt hast. Hat mit Lazarus nicht wirklich was zu tun, aber er spricht dieses Gebet und dann fallen die Worte: Lazarus, komm heraus. Und was macht Lazarus? Er kommt heraus. So einfach ist das bei Gott. Und Gott schert sich auch nicht darum, wie Lazarus da aussieht. Also er stinkt, das berichtet seine Schwester. Und dann berichtet der Evangelist, wie er dann aus dem Grab rauskommt, war er nicht besonders schön, sondern irgendwelche Binden noch und ein Schweißtuch und seine Füße waren oder Hände irgendwie mit Binden umwickelt. Also höchstwahrscheinlich hat er noch gestolpert. Gott kümmert das nicht. Er sagt, komm heraus, und er kommt stolpernd, mit Binden umwickelt, egal, er kommt raus, weil Gott es sagt. Und das hat eine größere Bedeutung, glaube ich, für uns, als nur diese Geschichte von Lazarus. Weil das ist ein Bild dafür, wie Gott dich aus deinem Grab herausholt. Jeder von uns hat so eine kleine Vertiefung, eine kleine Höhle mit einem kleinen Stein. Manchmal bereitet man sich selbst, manchmal tun es andere. Es ist halt das Leben. Aber jeder von uns hat solches Grab oder ein paar solche Gräber. Und Jesus sagt zu jedem von uns: Du da, komm mal raus. Und die einzige Bedingung dafür, dass du aus diesem Grab rauskommst, ist, dass du seine Worte hörst. Du musst nicht daran glauben. Also es wird nicht berichtet, dass der Lazarus geglaubt hat in seinem Grab und von den Toten auferstanden ist. Nein, der ist auferstanden. Du musst nichts leisten, damit das geschieht. Du musst seine Worte nur hören. Das ist dann eine längere Geschichte. Man muss auch das lernen, wie man die Worte Gottes wirklich hört im eigenen Leben. Aber so ein kleiner Tipp, manche nennen das das Gewissen. Da spricht Gott zu uns sehr oft. Und für Lazarus reicht es völlig aus. Und das ist wirklich für mich eins der schönsten Bilder, wie Gott wirkt, wie seine Worte wirken. Welche Bedeutung sie für dein Leben haben können, für mein Leben haben. Da, wo ich Tod erfahre, da spricht Gott rein und sagt: Ich schenke dir Leben. Und du lebst. Und das bedeutet nicht, dass dein Leben dann Friede, Freude, Eierkuchen sein wird. Bei Lazarus war es höchstwahrscheinlich auch nicht. Er musste dann arbeiten und so weiter und so fort. Mühsame Geschichte in dieser Zeit. Heutzutage ist es auch mühsam, aber ein bisschen anders. Es muss dann nicht bequem und nicht angenehm sein. Aber du bekommst Leben. Und die Qualität des Lebens hängt nicht davon ab, ob es wirklich mühsam ist oder ganz leicht, sondern ob es von Gott geschenkt ist oder nicht. Und Gott möchte dir in dieser Zeit, sind noch 2 Wochen bis Ostern, dieses Leben neu schenken. Vielleicht braucht es dazu dieses Zuhören, was beim Lazarus war, also er hat nur diese Stimme vernommen. Also zugehört hat er wahrscheinlich auch nicht richtig, der war ja tot. Es braucht dieses Hören auf sein Wort.
Und das kann bedeuten, dass du zu Beichte gehen sollst oder dass du mehr beten sollst oder dass du manche Dinge lassen sollst oder neu anfangen solltest. Auf jeden Fall bedeutet dies für mich und für dich, Gott ein bisschen Raum zu schenken. Diesen kleinen Stein wegzuwälzen, der deine Höhle zudeckt, damit du es hörst. Mehr braucht es nicht. Und ich wünsche euch vom Herzen, dass ihr seine Stimme vernehmt in dieser Zeit, weil im Leben eines jeden Menschen gibt es diesen Tod, dieses Sterben, dieses mühsame, anstrengende. Aber das ist nicht das Leben. Gott kann jedem von uns das Leben schenken. Er ist der Gott der Lebenden, wenn er am Anfang der Bibel spricht, nicht der Toten. Und deswegen hat sein Wort auch Bedeutung für dein Leben. Und er ruft heute zu dir, komm heraus. Bleib nicht in deinem Grab. Da draußen gibt es Leben für dich. Leben in Fülle.